Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pioneers of Pagonia. Ich suche immer noch den Marktbrunnen und die Marktstände. Ich weiß auch nicht, müssen wir hier erst irgendwas vorher erfüllen, dass wir das irgendwie freischalten? Oder gibt es das noch gar nicht? Baustellencamp. Wir könnten auch noch ein paar neue Häuser bauen. So ist jetzt nicht. Ach, hier. Wir brauchen 6 Stück davon. Das war nicht so gut. Das passt hier nicht ganz hin. Also ich hätte hier drüben... Ach, wartet. Groß ist das Ding. Ist das noch in der... Das ist noch in der Reichweite. Ja, dann baut man den Markt. Ich habe jedes Mal Sorge, dass ich mein Dorf überlaste mit dem ganzen Zeug hier. Und das sieht auch echt nicht schön aus. Aber gut. Oh. Priorisiere mal kurz das Lager hier oben. Das ist eine schöne Musik gerade. Okay, jetzt haben wir hier ganz viel Platz. Und was machen wir jetzt? Okay, wir machen dann hier die Gemüsefarm. Und die Getreidefarm muss auch hier hin. Wozu brauche ich jetzt eigentlich mal? Das Lager ist halt auch voll und das Lager auch. Die können halt hier bald nichts mehr machen. Warum soll ich noch mehr Holzfällerhütten bauen? Will mich das Spiel auf irgendwas vorbereiten? Passieren hier dann Dinge? Schlimme?
6 Werkstein. Ich baue hier mal so ein großes Haus hin. Läuft, würde ich sagen. Also ich bin ja froh, dass ich jetzt noch nicht so wirklich mit Problemen zu tun hatte. Aber ich kümmere mich um Bäume. Oh, das ist schon süß. Ich fürchte, ich mache hier irgendwas falsch. Kopfleistenkonfiguration, das habe ich tatsächlich schon rausgefunden. Danke. Mache ich hier irgendwas falsch? Dass das gerade einfach läuft? Ich meine, ich habe natürlich die Einsteigerkarte. Ich habe jetzt hier nicht mit irgendwelchen Gegnern zu tun. Muss jetzt noch nicht irgendwie Soldaten oder so. Oh, warte mal. Macht Himbeeren und Pilze? Macht Pilze? Himbeeren und Pilze? Gemüse und Getreide haben wir ja jetzt noch keins. Aber dann können wir das ja jetzt aufmachen. Wir haben hier keine Wildschweine, keine Rehe in der Nähe. Wir haben hier nur Hasen. Aber okay, wir kommen ja trotzdem an. Hier stehen einfach Grenzsteine. Okay. Obwohl die eigentlich hier stehen müssten. Es werden jetzt 16 gebracht. Hier sammeln sich die Rationen. Ach, warte, ihr kriegt auch noch ein Lager. Ihr habt hier einfach nur Stein. Warum Lager? Ich meine, diese Lager hier, die haben 64 Slots. Man kann immer nur ein Rohstoff pro Lager auswählen. Vielleicht gibt es später auch größere. Lagerhäuser. Ja, ist nicht schön. So, aber früher sind Dörfer doch auch so entstanden. Oder einfach eins nach dem anderen und da musste das Haus halt dorthin, wo Platz war. Da hat sich doch kein Architekt vorher Gedanken gemacht. Ich hätte trotzdem gern Deko oder irgendwie sowas. Ich würde hier gern was hinbauen. Naja. Aber viel los. Ich kann mich jetzt nicht beklagen, dass die Leute nichts zu tun hätten. Die machen eher zu viel. Ich soll noch ein paar Wohnhäuser bauen. 3 Nadelholzstamm und 3 Stein. Oder 6 Werkstein. So, also die Gemüsefarm, habe ich gesagt, packen wir hier so hin.
Wie groß ist die? Das Haus ist so. Ich habe gerade überlegt, ob ich erst noch mal gucke. Okay. Bringen wir 15 Stück drumherum. Bin hier ihr Lager. Und wir müssen uns zunächst auch ein bisschen um Stoff kümmern. Ah, guckt mal hier. Die essen einfach nichts. Ich glaube, heute Walessen. Nix oder nix. Kann keine Stärkungsmahlzeiten kochen, bis derzeitige Bestellung fertiggestellt und abgeholt wurden. Wer will denn was abholen? Hier, Schneiderei. Rüstung. Wäre einfach nur Stoff. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Dorf. Das ist so unorganisiert. Naja. So, zwei Häuser, die Gemüsefarm. Die Lager sind voll. Schicken wir hier noch Leute weiter auf Erkundungstour? Haben wieder 50 Grenzsteine. Na, geht mal gucken. Wir haben auch Rationen. Ich kann immer noch nur das Hasenfleisch nutzen, weil mehr Fleisch haben wir nicht. Hier hat jemand sein Essen stehen lassen. Sag einmal. Das Dorf aus anderen Perspektiven sieht gleich ganz anders aus. Gar nicht mehr so schlimm. Warte, wo sind wir hier? Wir kriegen Bevölkerung dazu. Aber keine Neugeborenen. Hier kommen immer noch Leute vom Schiff oder was, die jetzt hier einziehen. Wir haben 101 Arbeitslose. Das ist eine schlechte Quote. Oh, geht mal hier weiter gucken. Mach noch zwei Häuser, ne? Ja, 6 von 8 Wohnhäusern. Das ist jetzt ein bisschen blöd halt mit der Jägerhütte hier unten. Muss jetzt immer um die Häuser rumgehen. Ich hätte das jetzt hier auch noch weiter hochziehen können, die Straße, und das Haus hier Rücken an Rücken stellen können, aber wir lassen es mal so für die Ansicht oder so.
Dann sind direkt die Lager leer hier mit den Marktständen. Hauptsache, es wird uns nicht alles weggegessen, sondern wir haben auch noch ein bisschen was. Holz. Warenausgangslager voll. Dann noch zwei Lagerdinger für die Stämme. Und hier Holz. Nadelholzstamm. Nee, warte, wir machen hier Laubholzstamm und hier machen wir Nadelholzstamm. Kein Farmland. Ja, wartet mal. Macht mal ruhig. Farmland. Sieben, acht, neun. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Okay. Gut, was müssen wir noch tun? Die Wohnhäuser sind dann fertig, die Gemüsefarm und Farmland ist dann fertig. Wir brauchen dann auf jeden Fall auch noch eine Getreidefarm. Die packe ich dann hier hin. Dann kann hier vielleicht noch die Mühle und der Bäcker hin. So, Mühle und Bäcker. Und hier machen wir die Weizenfarm, die Getreidefarm. So, die gehen hier oben. Erkunden. Geht halt auch noch hier rüber, ne? Wartet mal, guckt mal. Guckt mal hier drüben rum. Weiß gar nicht, wofür ich so eine große Insel brauche. Wunderbare Pflanzen wurden entdeckt. Flachs! Hey, ich hab Flachs gefunden! Cool. Können wir dort oben später vielleicht noch einen Sammler hinpacken? Weil sonst, muss ich sagen, ist hier nicht viel mit Himbeeren und Pilzen. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass hier unten für Kohl schlechte Bedingungen vorherrschen. Wir probieren das trotzdem mal. Weil hier ist halt nur mal Grasland. Für Weizen ist aber hier unten auch schlecht. Ja, wir gucken mal, was passiert. So, ihr dürft. So, schicke ich euch auch noch mal los zum Erkunden. Hier ist halt voll Sumpf. Das Gebirge. Schmetterlinge? Komm, ich habe halt hier alles Grasland. Ist auch süß hier.
Oh, hier sind Himbeeren. Oh ja, hier sind Himbeeren, hier können wir sammeln. Die haben aber dann auch einen dummen Weg. Arbeitsweg. Bevölkerung steigt. Noch ein Brunnen. Stimmt, wir können dann auch noch Kupfer und sowas abbauen. Das ist dann schlecht. Ich meine, es wächst trotzdem. Das hier verstehe ich nun. Ich kann keine Stärkungsmahlzeiten kochen. Bis derzeitige Bestellungen fertiggestellt und abgeholt wurden. Also er kann quasi nichts fürs Lager herstellen. Oh, Holzwerkstatt. Ich würde sagen, alles was mit... Nee, hier hinten wollten wir sammeln. Ja, drüben ist halt so Stein und so. Ist auch relativ groß. Ist mir gerade einfach, kann ich den eigentlich sehen? Ich meine, ich sehe jetzt hier nur, dass für Kohl das hier schlecht ist. Aber sehe ich auch, was gut wäre? Nee, ne? Wir könnten hier unten noch irgendwas hinbauen. Die Bevölkerung steigt, da muss ich jetzt nichts machen. Gildenhaus. Ach hier, Weberei ist für Stoff. Oh, ich hölzernes Zahnrad. Die Holzwerkstatt. Ja. Ansonsten kümmern sich unsere Pagonia eigentlich ganz gut selbst. Lager sind schon wieder voll. Ja, mach die erstmal Feierabend. Ich habe übrigens schon wieder vergessen, meine Jacke anzuziehen. Bei der letzten Aufnahmepause.
Ich weiß nicht, warum ich noch mehr Steinmetze, Steinbrüche bauen soll. Die haben hier schon, die kriegen das Zeug nicht los. Ich muss mehr bauen. Aber was? Hier machen wir jetzt die Holzwerkstatt. Hätte ich vielleicht weiter hier oben hinbauen sollen, oder? Wir können ja noch ein paar Sachen. Ein paar Sachen können wir ja noch bauen, so ist ja nicht. Zweiten Boden, ich kann den ja irgendwo hinbauen, aber ich weiß gerade nicht, wo er Sinn macht. Den jetzt hier hinzubauen, weil ich soll, ist halt auch doof. Macht die ganze Zeit hier Bäume. Ein Jäger reicht halt hier aktuell auch. Grenzsteine. Halt hier erstmal die Steine aus dem Lager nehmen, damit ich den Steinbruch wieder öffne. Gleich erntereif der Kürbis. Und jetzt. Muss ich den jetzt auch ein Lager hier hinbauen? Ja. Auch langsam Stoff. Kürbis und Kohl. Ihr macht es mal so. Hallo. Was winkst du? Was ist dein Problem? Wartest du, bis deine Getreidefarm fertig gebaut ist?
mal, wir könnten mal ein bisschen. Und die ist jetzt automatisch weiterhin. Kürbis. Okay. Immer noch 64 Steine. Wir nehmen halt erstmal hier die weg. So, ich möchte. Mais, Weizen, Flachs. Ihr bekommt. Auch 15 Felder. Alles schlecht. Nee, warte. Stopp. Nicht alles Weizen. Achso, es muss sowieso erst noch gemacht werden. Gut, nichts passiert. Holz sieht gut aus. Essen sieht gut aus. Ich mache mir gerade keine Sorgen um meine Pagonia. Nix Sorgen. Können noch ein paar Häuser bauen. Weiß gar nicht, wo die alle wohnen. Achso, verfügbarer Platz in Wohngebäuden 0. Ja, ist schlecht. Jäger steht halt jetzt hier mittendrin im Dorf. Wieso ist hier Kohl? Werd fertig. So, und jetzt mal bitte noch Flachs. Ich weiß, warum hier Kohl war. Weil das hier mit dem Radius ist. Naja, so. Warum ist hier nichts? Oh, der ist schlecht teilweise. Die verwelken? Egal. Wird schon. Aber was anderes als Grasland habe ich ja hier nicht. So, wenn dann hier Weizen und sowas wächst, dann kümmern wir uns um. Wo war das jetzt hier nochmal? Hier, Windmühle und Bäckerei. Aber wir brauchen auch auf jeden Fall langsam die Weberei. Hier. Wir haben jetzt Holzräder 2 schon fertig. Ja.
Kommt direkt hier hin. Ja, ist schlecht hier mit dem Grasland. Haben wir auch genug? Schon wieder nichts mehr zu tun? Oder warum winkt ihr hier? Ihr winkt gar nicht. Sah bloß so aus. Können wieder ein bisschen nachproduzieren. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wozu ich Feuerholz brauche. Ich kann hier noch nicht erkennen, dass sich die Jahreszeit ändert. Wieso ist hier ein trauriges... Gesicht. Oh Gott, ich habe viel zu lange... ich habe überzogen. Es tut mir leid. Ich war voll vertieft in das Spiel. Ich habe überzogen. Ich muss mich verabschieden für heute, für diese Folge. Wir sehen uns sehr gern morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und ja, wir sehen uns sehr gern morgen wieder. In diesem Sinne, ich winke euch. Bye bye und tschüss.